So, weiter geht's. Habe ich letztes Mal irgendwie ganz übersehen, aber ich glaube, ihr habt es gesehen. Er hat gerade gesagt, Elsa ist verschwunden. Die Frau Dr. Schneider, nicht Keller. Die ist verschwunden, die ist nicht im Auto, wurde wahrscheinlich entführt. Ist eigentlich noch ein, da ist noch ein Eingang. Oh, wow. Ah ne, da geht's hinten dran. Okay. Das heißt, die ist weg und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum man nicht zurückreisen kann nach Venedig und New York und so, sondern das Schloss erst tatsächlich am Stück machen muss. So, in diesem Speicherstand waren wir noch nicht in dem Schloss drin. Das heißt, da müsste jetzt der Wächter kommen. Der Butler, Entschuldigung. Genau der. Guten Abend. Und wer sind Sie bitte? So, letztes Mal habe ich es mit den Wandteppichen versucht, das hat nicht geklappt. Dann frage ich ihn einfach mal, ob er die Verwandten in der Stadt hat. Meine Verortung in Salzburg? Stimmt etwas nicht mit ihm? Nicht Otto, sein Vater. Otto hat mich zu Ihnen geschickt. Genau. Ja, genau. Und deswegen musst du jetzt sofort zu ihm. Verdammt. Schau doch mal, hat er noch irgendwas? Ne, den kann man nicht looten. Schade. Okay. Oh. Ach ja, genau, das war das. Die Überblendung auf das woanders. Da wird jetzt kurz so mal der Führer sein oder so. Ah nein, Quatsch, das ist der Oberst, stimmt. Der. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das da links könnte sogar der Gral sein, oder zumindest etwas, was sie von für einen Gral halten. Vielleicht ist es auch nur ein Pokal. Ach Blödsinn, der Gral ist doch verschwunden. Das ist nicht der Gral. Das ist ein Pokal. Und der Hund sieht so süß aus. Mit seinen Beißerchen und den roten Augen. So blutrünstig. Okay. Was war hier alles zu erledigen? Kurz zur Erinnerung, hier gab es den Krug, den Betrunkenen, Bier, den Braten. Puh, war da irgendwas drin? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ach genau, das war der Wandteppich, von wegen. Weil der Butler wusste ja am ersten Mal nicht von irgendwelchen Wandteppichen. Da ist ein Wandteppich. Ja, vielleicht kennt er den Raum einfach nicht. Ist ja nur ein Butler. So. Genau, hier war glaube ich auch nichts. Dadurch ging es glaube ich wieder in den Gang seitlich. In den senkrechten Gang. Genau. Betrunken war, glaube ich, da unten. Ich will jetzt gerade noch mal kurz die Räume durchsuchen, weil ich gerade keine Ahnung mehr habe, was da alles war. Nee, hier war auch nichts. Also, dann spare ich uns den Gang in die Küche, den ergebnislosen, und gehe direkt zu dem Betrunkenen. War der nicht hier? Ach, verdammt. Gar nicht hier? Wo war der denn? War der im anderen Gang? Nee, der war in diesem Gang hier. Vielleicht da? Nee, da war ich schon drin. Da war der Wandteppich. Dann ist er vielleicht doch hier drin, ne? Nein. Besteht aus zwei Räumen, die miteinander verbunden sind. Vielleicht war er dann hier. Ach ja, genau. Da war hier. Guten Tag. Mein guter Freund. Was tun Sie hier? Sind wir überhaupt in dieser Welt? Das muss akuter Alkoholmangel sein.
Soldat, Sie sind betrunken im Dienst. Ich will hier jetzt mal die. Oh je, jetzt wieder kämpfen. Und. Ja. Komm her, du feige Sau. So, weg mit dir. 15 Mark? Nein, nein, Krug. Hat er noch irgendwas? Nee. Wo waren die 15 Mark her? Weiß ich gerade nicht. Da war ein Fenster. Und das? Oh ne. Ach ne, das Fenster. War doch nicht groß. Aber ich dachte, vielleicht mit der Säule wäre irgendwas. Aber nö, da habe ich mich getäuscht. So. Da mal los in die Küche. Ne, die war hier. Die Küche war, glaube ich, hier. Genau. Und jetzt nehme ich den Krug und benutze ihn mit dem Bierfass. Genau, jetzt ist der Krug voll mit Bier. War ja noch irgendwas. Das Bierfass, der Zapfhahn, die Tür, der Schweinebraten und die heißen Kohlen. Und rechts davon müsste es weitergehen in den nächsten Raum, genau. Ich glaube, in dem war nichts, aber ich schaue trotzdem gleich nochmal rein. Krug mit heißen Kohlen. Wow, das stimmt sogar, das habe ich mir richtig überlegt. Gar nicht so unintuitiv, dieses Spiel. Jetzt mal kurz noch hier umschauen, während die Kohlen ausglühen und ausgehen. Hier ist ein Nichts und ein Nichts. Ne, hier wieder eine großartige Wand. Naja, die gibt es hier überall. Ist eigentlich nichts so Besonderes. Interessant wäre es ja mal darauf zu achten, ob irgendwelche Wände anders sind. Also zum Beispiel die hier. Die ist hier anders. Gibt es da vielleicht irgendwelche Kacheln an der Wand, die man drücken kann? Irgendwie versteckten Schalter oder so? Tür, genau, Tür. Was ist das? Eine Tür. Oh. Ich habe Schweinebraten. Und dann fülle ich den Krug doch nochmal auf. So, und jetzt benutze den Krug selbst. Nimm dir das Bier aus dem Krug. Schau dir mal den Krug an. Er ist randvoll mit Bier. Ja, dann gib den Krug an dich selbst. Ach Mensch, ich will, dass er das Bier trinkt. Ich habe immer noch die Theorie, dass sich damit die Ausdauer auffüllen lässt. Aber er scheint es gerade einfach nicht tun zu wollen. Schade. So, ich glaube, das war alles in dem Gang hier. Genau, da unten geht es nicht weiter. Da war der Betrunkene, da war nix, da war nix. Also, ab zurück. So, jetzt mal kurz nachdenken. Da kommt man direkt, nee, da kommt man direkt in den Gang. Da in einen Raum. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht den Begegnung mit den Soldaten irgendwie ausweichen kann. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie das gehen soll, deswegen speichere ich jetzt gerade nochmal, bevor wieder zu viel Ausdauer verloren geht. Damit für den Fall der Fälle ich hier wieder laden kann, statt in Venedig oder sonst wo. Moment. Tastatur benutzen. Jetzt da rein. In den Gang. Und die Dienstbotenkleidung, die war, glaube ich, da unten. Hier irgendwo, aber hier ist jetzt eine Wache. Genau. Die werde ich jetzt erstmal hoffentlich mit Diplomatie besänftigen können. Ich bin natürlich in offiziellem Auftrag hier. Ich glaube, das hat schon mal nicht geklappt. Ich weiß ja immerhin, dass das jemand gefangen, nämlich die Elsa. Das frage ich doch einfach mal. Zelle ist im dritten Stock. Gut zu wissen.
Hab ich das letztes Mal sogar schon versucht? Es gibt keinen Dietrich, glaube ich. Genau, ich muss ihn sofort sehen. Passierschein? Hier ist mein Passierschein. Bum, bum, bum. Wieder zwei Drittel der Ausdauer weg. Und er hat nicht mal Geld bei sich. Soll ich noch mal laden? Ach was, ich lade nicht. Erst nach dem Tod wird geladen.